Was geht, meine lieben Freunde? Seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Bin wieder back am Start und die neue Season Operation Neon Dough steht tatsächlich vor der Tür. Als die neue Season auf den Testservern zu spielen war, habe ich sie nicht angetestet. Aus dem einfachen Grund, weil ich sie erst auf den Live-Servern testen wollte. Ich wollte mich also so ein bisschen überraschen lassen. Und angesichts dieser Tatsache, dass ab heute die neue Season da ist, würde ich dann einfach sagen, spielen wir ein paar Runden und gucken, was dann am Ende dabei rauskommt. Ich habe Aruni noch nicht gespielt. Ich habe noch nicht auf einer neuen Map Skyscraper gespielt. Also wird das auf jeden Fall ziemlich überraschend sein heute. Bin gespannt, wie es wird. Let's go. Now, that's pretty interesting. First time new season. Neon Dawn. Battle Pass. Six Invitational 2021. 82 Tage, 19 Stunden, 25 Minuten. And this, ladies and gentlemen, is Aruni. Oh, nice color change. Nice. Operator, Defender, Aruni, Surya Gate. Oh, Classic Ornamental. Direkt das Rote. Mashallah, die allerhübsche. Hübsche wahrscheinlich. Wahrscheinlich hübsche, oder? Mount Everest. You can call me in the South Everest. So, Aruni gepickt. Mashallah. Ich hoffe, wir werden nicht geteamkillt. Ich glaube, wir nehmen Barway mit. Also, mit Aruni kann man... Ey, warum funktioniert meine mittlere Maustaste nicht? Meine mittlere Maustaste funktioniert nicht! Hallo? Meine mittlere Maustaste... Ach so, ich dachte schon. Ah, okay, ich muss es anschauen. Okay, ich kann dann hier so ein Soja-Get deployen. Dann können die Leute nicht rein. That's good to know. Gibt es eigentlich noch Mundo? Okay, Mundo gibt es hier immer noch. Ach komm schon. Oh, noch ein Lucky... Ach, na, Junge. Es sind meine allerersten Minuten auf der Map. Das gibt's doch nicht, Alter. Hoffen wir, dass wenigstens die zweite Runde ein bisschen besser läuft als die erste. Alright, let's go. Okay, wir laufen mal ein bisschen auf der Map rum. Okay, das wäre dann der obere Teil von Bar. Da kann man nicht mehr drauf, glaube ich, oder? Und dann noch drauf irgendwie? Nee, da kann man nicht mehr drauf. Da durchgucken kann man auch nicht mehr. Oder vielleicht hätte ich echt live verloren, wer weiß. Nice! Wir haben gewinnt. Also overall eigentlich eine relativ nice Map. Kann man mit leben. Ach, man kann damit aber nicht mehr hoch. Kann man sich da hoch repellen? Ich glaube, das geht dann auch nicht mehr, oder? Kann man von hier oben irgendwo hoch? Nein. Kann man von hier innen irgendwo hoch? Du kannst ja nirgendwo hoch repellen. Da kommt man nirgendwo hoch. Ne, also auf Tower kommt man echt nicht mehr hoch. Oh, okay, die ist auf dem Ping. Die hole ich mir dann. Die ist hier noch? Ne, sie hat meinen Drohnen abgeschossen. Die ist echt rausgerannt! Mann! Oh, hier gibt es also mit neuen Treppen. Okay, den Spawn-Peak von hier kann man also immer noch machen. Rein theoretisch gesehen kann man da immer noch rauslaufen und von da aus die Leute dann hops nehmen. Der ist schon drin. Oh, no! Muss mich erstmal noch zurechtfinden auf der Map, ne? Also. Aber ich lerne. Also da reingehen und da planten, kann man eigentlich auch im Rank machen, theoretisch gesehen. Wenn du zwei Leute hast, die dich von da aus absaven und den flankt hinein, das könnte echt klappen. Ja, Chat, jetzt kommt der Casual Tryhard. Ich hab schon die ganze Zeit Chat. Close right, close right, close right, close right. Good night, Reed. Good night. Wir haben echt verloren. 1-0-4. Kann man machen, würde ich sagen. Aber wir machen mal den klassischen, ich gehe crouch durch die ganze Map-Move. Hier war ein Hedge, den machen wir dann auch. Oh, das wird wild, das wird wild, das wird wild. Ich höre jemanden links von mir. Oh, war der schon drin? Der war schon drin! Lion, Bruder! Bruder, Lion, Bruder, Lion! Play smart, Chat. Play smart. Er sagt die ganze Zeit Chat, weil ich nie off Stream aufnehme. Ja. Oh, ja, ich mach da genauso auf, wie der Typ es gerade gemacht hat. Ich hab ihn verletzt. Hä? Coconut, Bro. Das ist doch ein Scam.
Coconut Bra. Ich wurde gescammt von Coconut Bra. Im neuesten Video von Coconut Bra hat man das gesehen, dass man 4 Pellets unten und 2 Pellets oben in der Mitte macht. Dann kann man durchcrouchen. Ich wurde gescammt. Anzeige ist raus. Also wenn ich da jetzt nicht hochspringen kann, dann bin ich enttäuscht. Hier hoch irgendwie. Oh, Junge, es ist doch auch halt nicht ein Hedge. Ich müsste eigentlich mit Oryx hier irgendwo hochspringen können. Oh, das ist ein Scam. Moin, Meister. Oh, good night, Ash. Good night. In Germany, we call it Hops genommen. Leck, Bruder. Oh, Mann. Ich habe mich schon, glaube ich, lange nicht mehr so erschreckt in Rainbow. Heidewitzka. Oh. Nein, die andere war auch noch draußen. Ah, man sieht den Schatten. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Ich glaube, ich probiere mal den Tankanker. Tankanker. Easy. 2 Rotations in einer Mag. Das nenne ich Efficient. Oh, hab die gesehen. Nein, 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 nein. Oh, ich glaube, ich habe ihn nochmal noch getroffen. Oh, das wird wild. Oh, sehr gut gespielt. Oh nein, ich hab's zu weit. Ich hab's zu weit. Ach, die Dinger bouncen hier noch off. Ah, das muss ich auch noch bedenken. Hm, egal. Egal, war eine nice Runde. Also ich muss sagen, die neue Map sieht nicht schlecht aus. Kann man, glaube ich, spielen. Ach, Huni auf jeden Fall auch ein starker Operator. Also, das war's dann von der Folge, von der neuen Season. Operation Neon Dawn. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann demnächst. Also, mach's gut. Bye, bye.